Am Dienstag erfolgte unter Anwesenheit von Landeshauptmann Hans Niesel und Bürgermeisterin Ingrid Salamon der Spatenstich für die Modernisierung des Bahnhofs Mattersburg. Bereits im Dezember 2015 wird den Kunden ein Bahnhof in neuer Qualität zur Verfügung stehen. Auch das Wahrzeichen der Stadt, das Viadukt, wird generalsaniert. Bei der Park-and-Ride-Anlage kommen zu den bisher bestehenden 85 Pkw-Stellplätzen 123 Plätze hinzu. Während der Hauptarbeiten rund um den Bahnhof und für die Sanierung weiterer Brückenobjekte an der Bahnstrecke ist eine Streckensperre zwischen Wiener Neustadt und Leupersbach-Schattendorf von 4. Juli bis 6. September erforderlich. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Alle Infos unter www.oebb.at oder telefonisch unter 05 17 17. Ich darf Ihnen einen wunderschönen Vormittag hier in Mattersburg, am Bahnhof Mattersburg, wünschen. Mein Name ist Sonja Horner und ich darf Sie sehr herzlich im Namen der ÖBB hier begrüßen. Ich werde Sie kurz das Programm führen. Ich werde jetzt ein paar kurze Ansprachen hören. Und danach zum feierlichen Nicht-Spatenstich, weil es ist relativ schwierig, bei einem schon bestehenden Bahnhof einen Spatenstich zu machen. Dann werden wir abschremmen. Sie haben vielleicht schon die Meißel draußen gesehen. Zuerst darf ich jetzt aber unsere Festredner auf die Bühne bitten, und zwar den Landeshauptmann des Burgenlands, Hans Niesel. Die Bürgermeisterin von Mattersburg, Ingrid Salamon. Und unseren Infrastrukturvorstand Franz Bauer. Damit darf ich auch schon das Wort an Sie übergeben, Herr Landeshauptmann. Ja, meine Herren Abgeordneten, Herr Klubobmann, Frau Bürgermeisterin, Herr Vorstand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Burgenland rollt im Augenblick eine einzigartige Infrastrukturoffensive an. Wir werden in den nächsten 5 Jahren ca. 2,8 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur das Land Burgenland, sondern natürlich unsere Partner, ob das die österreichischen Bundesbahnen sind, ob das das Infrastrukturministerium ist oder ob es die ASFINAG oder auch die BIC ist oder natürlich auch das Land Burgenland, das die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellen muss. Es ist dies eine Infrastrukturoffensive mit dem Schwerpunkt Straße und Schiene. Auf der einen Seite ein sehr offensiver Straßenausbau von der A4, die dreispurig wird, über die S31 Verlängerung bis zur S7 im Südburgenland, alles voll im Bau, auch mit den Problemen der Behinderungen natürlich, wie das bei Baustellen so ist. Und auf der einen Seite eine einzigartige Bahnhofsoffensive und Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Die österreichischen Bundesbahnen, Infrastruktur investieren ca. 50 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofes Neusiedl am See, Bruck-Neudorf und natürlich hier in Mattersburg. Und ich denke, das wird wesentlich dazu beitragen, dass noch mehr Menschen den öffentlichen Verkehr in Anspruch nehmen. Wir haben einzelne Bahnstrecken, wo sich die Zunahme im Bereich des öffentlichen Verkehrs deutlich erhöht hat, zum Beispiel Wulka-Brodersdorf-Eisenstadt-Neusiedl durch die Elektrifizierung eine deutliche Zunahme auch der Fahrgäste. Und wir werden auch hier in Mattersburg, und da bin ich sehr dankbar, dass diese Bahnhofsoffensive realisiert und umgesetzt wird, immerhin 50 Millionen Euro für das Burgenland, Investitionen, die hier getätigt werden, davon 15 Millionen Euro in Mattersburg, wo wir einerseits neue Parkplätze schaffen, wo über 120 Parkplätze dazukommen, wo es eine zweite Ausbaustufe bei Bedarf gibt, wo diese Parkplätze auch weiter erweitert werden können. Wenn das in Anspruch genommen wird, wie wir hoffen, dann ist natürlich auch diese zweite Ausbaustufe geplant.
Es wird behindertengerechte Einrichtungen geben, behindertengerechte Mittelbahnsteige, die überdacht sind. Es gibt auch Plätze für Fahrräder, Bike and Ride, wie das heute auch bei anderen Bahnhöfen gemacht wird. Also Menschen sollen hierher kommen mit dem Fahrrad und sollen mit dem Zug weiterfahren. Es gibt vorbereitende Arbeiten für die Elektrifizierung. Auch das ist für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und das Land Burgenland wird sich auch hier beteiligen, genauso wie sich die Stadt Mattersburg beteiligt. Wir werden ca. 750.000 Euro auch für dieses Projekt zur Verfügung stellen, damit diese Park-and-Ride-Anlagen auch realisiert und umgesetzt werden können. Also insofern glaube ich, eine sehr zukunftsorientierte, auch für die Umwelt wichtige Investition. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen dieses attraktive Angebot in Zukunft noch stärker annehmen werden. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Vorstand, sehr, sehr herzlich bedanken. 50 Millionen für das Burgenland. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in den letzten Jahrzehnten irgendwo der Fall war, diese kräftige Investition, jetzt abgesehen von den Elektrifizierungen, die wir ja auch mit unterstützt haben, aber das ist schon eine wichtige Bahnhofsoffensive. Ich bedanke mich auch bei der Frau Bürgermeisterin, weil man braucht hier mehrere Partner und sozusagen das ist uns gelungen, sich an einem Tisch zu setzen, intelligente Konzepte zu entwickeln und das Schritt für Schritt auch umzusetzen. Und ich freue mich, dass die Umbauarbeiten auch schon im Gange sind, denn manchmal mache ich Spatenstiche, dann passiert ein halbes Jahr nichts. Berechtigt schreiben dann die Medien, war das nicht zu früh oder hätte man das nicht auch später machen können. Also insofern auch das finde ich für in Ordnung, dass wir das nicht vor den Wahlen machen, sondern auch nach den Wahlen, wenn alles schon im Gange ist, weil das hat immer so den Beigeschmack, ja, die machen ja das nur, weil wollen sie, wer weiß, was nachher überhaupt rauskommt. Da kommt wirklich etwas Tolles raus, Investitionen von 15 Millionen für die Menschen aus dieser Region, nicht nur aus Mattersburg, sondern selbstverständlich für den gesamten Bezirk und für die gesamte Region. Danke für die gute Zusammenarbeit, danke, dass wir gemeinsam dieses Projekt sozusagen auf Schiene gebracht haben und ich hoffe, dass noch weitere und viele Projekte folgen. Ich wünsche einen guten Bauverlauf und natürlich einen unfallfreien Bauverlauf. Alles Gute! Sehr verehrter Herr Landeshauptmann, meine sehr verehrten Damen und Herren und Vertreter der ÖBB, auch ich darf Sie natürlich bei uns in Mattersburg recht herzlich willkommen heißen. Der Spatenstich, der hier am Bahnhof ist, ist natürlich für Mattersburg, für die Stadt sehr wichtig. Er ist aber auch für den Bezirk wichtig, weil ich glaube, dass der Bahnhof ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für uns ist. Es bringt auf der einen Seite, dass die Pendler sehr rasch nach Wien kommen und wir haben Auspendler, die haben wir nicht nur aus der Stadt, sondern aus dem ganzen Bezirk. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der Bahnhof neue Parkplätze bekommen hat. Aber was das erste Mal seit langem jetzt wieder ist, ist wirklich die Generalsanierung. Das heißt nicht nur das Bahnhofsgebäude, die Gleise und es kommen natürlich Parkplätze dazu. Und ich glaube, dass das ganz, ganz was Wichtiges ist. Ich darf mich natürlich bedanken, dass es jetzt wirklich zu der Umsetzung gekommen ist. Wir haben vorher schon am Tisch gesprochen, es hat eine längere Planungsphase gegeben, was aber auch logisch ist, weil wenn so viel Geld so schnell verbaut werden soll und wenn verschiedene Partner noch dazugehören, damit man auch die Finanzierung auf die Beine stellt, dann muss die Planungsphase sehr genau sein, damit es im Nachhinein nicht Diskussionen gibt. Also für mich und für die Stadt ist das halt ganz ein wichtiger Tag. Ich glaube, dass natürlich diejenigen, die die Nutznießer sind, die Pendler. Und wenn vorher schon die Wahlen angesprochen worden sind, dann wissen wir, dass wir auch Pendleraktionen hier mit dem Clubobmann, der hier steht, auch gemacht haben vor den Wahlen. Und man sieht wirklich, wie viele Personen aus dem Bezirk und aus Mattersburg nach Wien pendeln. Und ich glaube, diese Pendler sind die Nutznießer, weil sie jetzt doch einen Bahnhof bekommen, der angepasst den jetzigen Standards ist, einen Bahnhof, der neu gestaltet wird. Und auf der anderen Seite natürlich, was auch sehr wichtig ist, dass man sagt, das ist behindertengerecht, dieser Bahnhof. Also dafür darf ich mich bei allen bedanken, die hier mitgemacht haben. Ich darf mich auch beim Land Burgenland bedanken, dass das in Mattersburg passiert. Und was jetzt vielleicht
auch ganz schön für unsere Stadt ist, dass unser Wahrzeichen, das Viadukt, ja mitsaniert wird, das 168 Jahre alt ist. Und wir haben das auch in unserem Logo andeutungsweise, dieses Viadukt. Und es ist auch wichtig für die Stadt Mattersburg. Und hier werden auch sehr viele Millionen investiert, damit wir dieses Viadukt haben. Und ich habe so ein bisschen recherchiert, Viadukt und Mattersburg, weil wir glauben ja alle, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass es bei uns ist. Als 1845, glaube ich, wie das Viadukt geplant worden ist oder wie man es gebaut hat, hat es vorher ja Diskussionen gegeben, dass diese Strecke über Pötzsching irgendwie geführt hätte. Dann hätten wir das Viadukt nicht, aber die Pötzschinger Bauern haben das trotzdem als mit Sichel und ja, Rechen, wenn man will, wirklich verhindert, dass die Bahnstrecke jetzt über Pötzsching fährt. So ist Mattersburg zu dem Genuss gekommen, dass wir dieses Viadukt haben. Dieses Viadukt, wie gesagt, Wahrzeichen der Stadt, wird auch saniert. Ich glaube, auch das ist wichtig. Ich wünsche natürlich, dass die Bauarbeiten auch unfallfrei über die Bühne gehen. Ich darf mich noch einmal bedanken, natürlich bei allen, die beteiligt sind. Und ich glaube, dass diese Investition eine sehr gute Investition für die Zukunft ist, weil Infrastruktur ist natürlich auch in den Kommunen notwendig und ist im Land notwendig. Und ich glaube, dass diese Millionenbeträge sehr gut investiert werden für die Bevölkerung und für die Pendler. Und ich glaube, es wird den einen oder anderen davon überzeugen, dass er, wenn das alles neu gemacht worden ist, vielleicht vom Auto in die ÖBB in den Zug umsteigt, weil die Verbindungen, die direkten Verbindungen von Mattersburg nach Wien sind sehr gut. Und auch das Vorarbeiten für die Elektrifizierung jetzt passieren, glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Ja, ein herzliches Dankeschön und einen unfallfreien Bau natürlich. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Abgeordnete zum Nationalrat, Bundesrat, zum Burgenländischen Landtag, geschätzte Stadträte und Gemeinderäte der Stadt Mattersburg, liebe Festgemeinde, unsere Vision und die Vision des gesamten ÖBB-Konzerns ist es ja, möglichst viele Menschen für die Bahn zu begeistern. Daran arbeiten wir täglich und wie man sieht, daran arbeiten wir auch mit Erfolg. In der EU sind wir mittlerweile die Nummer 1, was also die Nutzungsintensität der Bahn anlangt. Die Österreicherinnen und Österreicher nutzen tatsächlich durchschnittlich die Bahn für 1425 Kilometer pro Jahr. Das ist absolute EU-Spitze. Wir wollen uns aber auf diesem erreichten Ziel natürlich nicht ausruhen, sondern wir sind weiter daran bestrebt, noch weitere Kunden für die Bahn zu gewinnen, noch weitere Kunden ansprechen zu können. Und aus unserer Sicht ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, dass uns das auch gelingen wird, dass wir das erreichen können, das sind unsere Bahnhöfe. Unsere Bahnhöfe sollen attraktive Eingangstüren im wahrsten Sinn des Wortes für die umweltfreundliche Bahn, für das umweltfreundliche System Bahn sein. Und dazu bedarf es natürlich einiger Maßnahmen, damit ein Bahnhof das tatsächlich auch leisten kann, muss er verschiedene Anforderungen erfüllen. Zum einen müssen wir gewährleisten, dass ein sehr bequemer Umstieg vom Bus, vom Fahrrad, vom Auto auf die Bahn möglich wird. Und hier beim Bahnhof Mattersburg erweitern wir, wie der Herr Landeshauptmann schon erwähnt hat, erweitern wir diese Park-and-Ride-Fläche um 120 Stellplätze und wir haben auch die Option, noch das weiter aufzustocken. Der zweite Punkt ist, dass wir sehr sicher und barrierefrei unsere Fahrgäste zu den Bahnsteigen geleiten können. Dazu bauen wir hier im Bahnhof Mattersburg einen neuen Personentunnel mit Liften. Wir erhöhen die Bahnsteige, diese Inselbahnsteige, um damit auch das bequeme Einsteigen in den Zug zu ermöglichen. Und ein ganz dritter wesentlicher Punkt für unsere Kunden ist Information und Orientierung. Dazu installieren wir ganz moderne Informations- und Kundenleiteinrichtungen. Wir erneuern die Beleuchtung und wir schaffen insgesamt ein sehr angenehmes Umfeld für unsere Fahrgäste, auch durch moderne Wartebereiche.
Sie sehen, also insgesamt schnüren wir hier beim Bahnhof Mattersburg ein sehr rundes und ein sehr umfassendes Modernisierungspaket. Und dass dieses Modernisierungspaket auch tatsächlich realisiert werden kann, ist unserer Projekt- und Finanzierungspartnerschaft, ist da, ich darf das so nennen, geschuldet. Unsere Partnerschaft mit dem Land Burgenland und mit der Stadt Mattersburg. Und auch ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Herrn Landeshauptmann und bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin, bedanken für Ihre hohe Unterstützung, die Sie uns bei diesem Projekt gewähren und auch für Ihr hohes Interesse, um die Bahn weiter zu attraktivieren. Ein herzliches Dankeschön dafür. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich jetzt auch eine, ich darf das so nennen, Realisierungspartnerschaft haben. Und diese Realisierungspartnerschaft wird dafür gerade stehen, dass wir unfallfrei, dass wir termin- und kostenstabil und ich denke durchaus im Ruckzuckverfahren, kann man das schon fast nennen, bereits Ende dieses Jahres mit allen Arbeiten fertig sein werden. Und ich wünsche an dieser Stelle unserer Regionalleitung mit dem Günter Nowak an der Spitze, unseren weiteren Projektpartnern bei der Planung, bei der Bauüberwachung und vor allem bei den bauausführenden Firmen alles Gute und ein herzliches Glück auf für diese Arbeiten. Das Projekt möge gelingen aus meiner Sicht und ich denke, wir können dann Ende des Jahres unseren ca. 1500 Fahrgästen, die wir hier am Bahnhof Mattersburg haben, täglich ein ganz tolles Angebot und eine ganz tolle Mobilitätsatmosphäre bieten. Und meine Bitte ist auch, das nicht nur zu konsumieren und genießen, sondern auch ganz deutlich weiterzuempfehlen. Danke Ihnen. So, da machen wir her.